Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ja, ihr seht das an den Bildern. Der Muck hat seinen mega, mega Spaß gehabt. Und zwar waren wir am wunderschönen Strand von Krautsand. Also bei mir, ich muss das einfach so sagen, hängen da ganz viele mega schöne Kindheitserinnerungen dran. Und ich war seit Ewigkeiten nicht mehr auf Krautsand. War ein wenig enttäuscht. Ihr seht das an den Bildern. Wir hatten absolutes Schiedwetter, es hat sogar leicht genieselt, aber für den Muck war das genau das Richtige. Also ja, den ganzen Strand haben wir für uns gehabt und der Lütte hat ja sonst bei Hunden so ein bisschen Angst. Es gab keine anderen Hunde, also wir haben insgesamt nur drei Gassigänger getroffen und wie gesagt, wir hatten den Strand für uns allein, es war mega, mega nice. So, zurück am wunderschönen Strand von Krautsand. Ich sag's mal mit Klaus Lage. Ich glaube wenigstens, es war Klaus Lage. Ihr müsst es nur einmal mit meinen Augen sehen. So ähnlich lautete ein Song von ihm in den 80er Jahren. Und ich kann nur sagen, an Krautsand, ich habe mega schöne, ganz, ganz tolle Kindheitserinnerungen an dieses Stück Elbstrand. Ein Bekannter von meinem Vater, der hatte einen Wohnwagen da stehen und ich habe in den 70er Jahren in der Elbe, wo ja eine relativ starke Strömung ist. Und nein, in den 70er Jahren, die Elbe war auch nicht so furchtbar sauber. Nichtsdestotrotz, ich habe da richtig schwimmen gelernt. Und ja, es sind wirklich ganz tolle Ecken am Strand von Krautsand. Es ist einfach nur ein herrlicher Fleck Erde. Ich weiß jetzt mit diesem bedeckten Himmel, es sieht nicht so toll aus, aber wenn die Sonne scheint, wenn das Wasser der Elbe, ich sage jetzt einfach mal, blau ist, wenn man diesen weiten Blick bis nach Glückstadt hat und wenn man dann noch ja, die Pötte ziehen sieht, vielleicht auch badet, also das Wasser soll wieder Badequalität haben und die Allergiehäuschen steht auch da hinten, dann ist es einfach nur toll und zum Genießen schön. Ich habe in Bezug auf Krautsand auch noch immer ein Bild direkt vor Augen. Und zwar hängt das auch mit einem Hund zusammen, mit dem Hund von unseren Bekannten. Ich glaube, da war das schon so ziemlich Herbst. Da waren an einem Morgen zwei Seehunde am Strand von Krautsand. Und es gibt da ein Bild, leider nur ein Dia, was ich nicht finde, wo das so aussieht, als ob der Boxermischling direkt neben dem Seehund liegt, als ob die sich beschnuppern. Also ganz, ganz tolles Tier. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt um diese Jahreszeit in Krautsand einen Seehund sieht, die ist natürlich, ja, ich hätte mal gesagt, fast null. Aber man muss es mal so sagen, ins Brackwasser ziehen, das tun die Seehunde schon. Also wer schon mal in Otterndorf war und mit Fernglas rüber zum Medemsand guckt, der weiß, in der Elbmündung, speziell auf der schleswig-holsteinischen Seite, da sind durchaus Seehundbänke und die Seehunde, die haben im Brackwasser ein gutes Nahrungsangebot. Also diesen Winter war selbst in Brümmerförde im Hafen ein Seehund. Ja, und mit Blick vom oder mit Blick auf den Deichgraben, auf den Deich, sage ich liebe, liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Ciao.